Ich heiße Nicola Leibinger-Kammüller, bin leidenschaftliche Mutter von 4 Kindern, in glücklicher Ehe seit über 30 Jahren verheiratet, im Herzen Philologin und komme mit Freude jeden Tag in die Firma Trumpf. Das Unternehmen Trumpf. Ihr Vater Berthold Leibinger fängt hier einst als Mechanikerlehrling an und entwickelt nicht weniger als eine Revolution: das Schneiden von Metall. Mein Vater wollte das Unternehmen, die Produkte immer weiterentwickeln. Er ist natürlich ein begnadeter Techniker, begnadeter Ingenieur. Und er wollte immer noch bessere Lösungen finden, immer noch innovativere Maschinen sich überlegen mit Hilfe seiner Mitstreiter. Und das hat ihn einfach fasziniert, das Bessere, die Veränderung. Ich glaube, das hat ihn getrieben. Und er wollte natürlich die Firma groß machen. Aber vor allem haben ihn die Inhalte interessiert. Das Gestalten, das Weiterentwickeln, Neues holen, Neues überlegen, das Unerwartete umsetzen. Das hat ihm Freude gemacht. Der Vater ist ein Visionär. Er erkennt die Kraft des Lasers und bringt das Unternehmen damit an die Weltspitze. Dort ist Trumpf bis heute. Das ist schon eine Herausforderung, aber ich glaube, in erster Linie dadurch erreicht, dass man die richtigen Mitarbeiter um sich schaut. Also Menschen, die ähnlich denken, die Freude eben an der Veränderung haben, Freude am Weitertreiben, die nicht aufgeben, die sich auch durch Rückschläge nicht entmutigen lassen. Die Herausforderungen als Chance begreifen, bereit sein für Neues. Mit Mut und Perspektive gestaltet Trumpf auch die Digitalisierung. Also das wird natürlich zu massiven Veränderungen kommen, vollkommen klar. Arbeitsinhalte werden neu beschrieben werden. Menschen müssen sich umstellen. Menschen müssen sich darauf einstellen, dass sie sich verändern werden, dass sie dazulernen müssen, und zwar viel und oft und immer wieder. Aber das kann ja gelingen. Und wir werden da nicht drum rumkommen, denn das findet auf der ganzen Welt statt, diese Transformation, die digitale. Und wir müssen damit vorne dabei sein. Und deshalb packen wir es mit Optimismus und positiv an. Und ich bin auch sicher, dass es gelingen kann. Der nächste Schritt für Trumpf, nach Schneiden, Biegen und Lasern, der 3D-Druck. Die gewünschte Form einfach drucken. Es macht ja unglaublich Spaß, mit ganz Neuem zu kommen und da ganz weit zu denken und dann sich nicht bremsen lassen von den ewigen Bedenkenträgern, die dann sagen, das wird eh nichts und das sind die anderen schon und die Chinesen und all die Dinge, die es da so gibt, sondern zu gucken, was können wir denn da machen? Es bringt Elan in die Firma und ja, das ist einfach eine schöne Sache, Neues. Nicola Leibinger-Kammüller führt ein Familienunternehmen mit 12.000 Mitarbeitern und mit klaren Werten. Wenn Sie eigentlich relativ genau wissen, was richtig und falsch ist, was man nicht tut, was man tut, dann haben Sie es einfacher. Sie haben es vordergründig schwer, weil Sie sich dran halten müssen und weil Sie denken, Menschenskinder, eigentlich würde ich gern, aber das gehört sich nicht, das tut man nicht und deshalb verhalte ich mich jetzt so. Also ich denke, wir versuchen uns einigermaßen anständig zu verhalten, so wie viele, viele, viele Familienunternehmen im Lande hier, was unser Land ja auch stark macht. Also ich halte Werte für einen Vorteil. Aus Werten macht Trumpf Erfolge. Aus Ideen Innovationen. Und das alles mit einer Bank wie der LBBW an der Seite. Die sind schnell da, die begleiten uns, die kennen unsere Sorgen. Also die sehen wir nicht nur einmal im Jahr, um die Ratinggespräche zu machen und so weiter, sondern die sind nah an uns dran, die stehen für Rat zur Verfügung, die kommen, die schauen sich neue Entwicklungen an, die sind einfach zur Stelle in guten und in schlechten Zeiten. Und dann gibt es ja auch noch die Philologin Nicola Leibinger-Kammüller und ihre Inspiration aus der Literatur. Ich mag natürlich immer dieses wunderbare Epigramm von Erich Kästner, es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Und ich glaube, das kommt mir ganz gut entgegen. Also es wird ja viel geredet, man müsste, man sollte und so weiter. Aber das Reden muss zur Tat werden. Also daran werden wir gemessen. Bereit für Neues.